Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen und vor allen Dingen letzten Video in der Reihe. Wir wollen uns diesmal, wie wir schon beim letzten Mal angekündigt haben, uns mit Domains beschäftigen. Also wie schalte ich die Domain, die ich vielleicht irgendwo liegen habe, gekauft habe, auf meinen Uberspace auf und kann dann unter meinedomain.de auch meinen Uberspace aufrufen und nicht nur unter diesen Uberspace-eigenen Domainnamen. Und das Zweite, was ich heute noch zeigen will, ist, wie könnt ihr mehrere Uberspace-Accounts gescheit verwalten. So, das möchte ich versuchen, in den nächsten 20 Minuten zu zeigen. Kleiner Disclaimer vorneweg. Mein Domain-Hoster, das ist Domain Factory, hat offensichtlich gerade Schwierigkeiten. Jedenfalls kann ich mich mit unterschiedlichen Accounts nicht bei Domain Factory anmelden. Deswegen habe ich einen entsprechenden Screenshot ausgesucht, in dem ich genau zeigen und erklären kann, was zu tun ist. Wir fangen mit dieser Domain-Geschichte als allererstes an. Also euch ist nicht verborgen geblieben, wenn ihr vielleicht sogar schon einen Uberspace-Account angelegt habt, dass Uberspace sich nicht als Domain-Hoster versteht. Also das, was die gut können und machen, ist File-Hosting. Da hat man deutlich mehr Möglichkeiten als bei vielen, vielen anderen Providern. Aber was viele andere Provider total angenehm und bequem macht, ist, dass die sich direkt auch um das Hosting der Domains kümmern. Das heißt, ihr habt es dort relativ einfach, was weiß ich, eure Domain zu kaufen, was weiß ich, oerwebtalk.de oder so und die dann mit eurer Installation, mit eurer Moodle-Installation, mit eurer CryptPad-Installation oder was auch immer zu verbinden. Bei Uberspace ist das jetzt ein bisschen nerviger an der Stelle. Aber vielleicht braucht man auch nicht für jedes Projekt unbedingt eine URL. Also mein CryptPad zum Beispiel läuft standardmäßig, also das, was ich jetzt selbst habe, unter meiner eigenen Domain, läuft unter einer Domain, die ich mir gar nicht irgendwie jetzt bei Domain Factory gekauft habe, sondern das läuft ausschließlich über diese Standard Uberspace-URL. Und die funktioniert ja in der Regel immer so, das ist der Benutzername.uber.space. Und diesen, also so in gewisser Weise kann man so ein bisschen auch noch seinen eigenen Domainnamen erwählen. Okay, also ich zeige euch mal so ein wenig. Das ist noch die alte MetaMost-Installation von letztem Mal, unser Uberspace. So, und hier seht ihr eure Uberspace-URL, die ihr von Uberspace bekommt. Das hier vorne, ich mache das mal ein bisschen größer, das hier vorne, OERWebTA, das ist sozusagen der Benutzername. Das sollte eigentlich einmal WebTalk heißen. Das dann wird da ein bisschen gekürzt, weil nur 8 Buchstaben gehen. Aber das ist im Prinzip diese Uberspace-eigene URL. Und Uberspace selbst erklärt auf seiner Plattform, wir haben schon häufiger darauf zugegriffen, hier manual.uberspace.de und dort gibt es einen Unterpunkt unter Web, der heißt Domains. Und hier wird eigentlich ziemlich gut erklärt, was man machen muss. Wenn man jetzt eine eigene Domain, also über seinen Domain-Hoster mit Uberspace verbinden will. Was man da ja in Wirklichkeit tut, ist, man muss, sagen wir mal, dem Hoster, der die Domain verwaltet, sagen, welchen Inhalt soll ich anzeigen, wenn jemand diese Internetadresse in seinem Browser eingibt? Und diese Verbindung, die müssen wir stiften und dafür brauchen wir die Serverdaten von Uberspace. Und hier ist erklärt, wie man die findet. Also, man kann über Uberspace Webdomain at isabel.example, also meine eigene URL müsste ich jetzt da eingeben, kann man diese Daten finden. Also was man in der Regel braucht, ist der A-Record. Das ist in der Regel eine ganz normale IP, so eine vierstellige IP nennt man das hier. Und die muss man sich mal merken. In der Regel kopiert man die sich irgendwo weg
Und das, was hier drunter steht, ist die sogenannte IPv6. Das ist also eine etwas längere IP, die aus verschiedensten Symbolen besteht. Den Hintergrund erkläre ich jetzt erstmal nicht, weil entscheidend ist für uns eigentlich nur, das sind beides Namen, die unseren Server, wo bei Uberspace, wo unsere Daten liegen, von einem anderen Server, wo unsere Domain liegt, finden lässt. Und diese Internet, also diese IP, die muss man jetzt bei seinem Hoster eingeben. Und ich nutze dafür zum Beispiel die Domain Factory. Ihr seht, ich bekomme da diese doofe Fehlermeldung. Ich gucke mal, ja, die ist immer noch da. Dann habe ich aber hier was vorbereitet, nämlich ein Screenshot. Das ist das Domain Factory Menü. Und wenn man da eine Domain, also seine Domainverwaltung aufruft, das ist in der Regel irgendwo hier in der Navigation zu finden, dann bekommt man sozusagen hier diese Einträge angezeigt. Und da kann man unter Umständen auch neue Einträge hinzufügen. Meistens sind aber diese Einträge, weil man ja, hier zum Beispiel gibt es die Domain elearn-server.de, bei uns wäre das jetzt zum Beispiel oerwebtalk.de, dann würde so die Domain heißen. Und jetzt gibt es, sagen wir mal, verschiedene Protokolle, die ich einrichten muss, damit auf bestimmte Weise meine URL mit dem Uberspace verbunden wird. Und hier seht ihr ganz zuerst auch dieses A. Und bei diesem A, da kann ich jetzt meine URL angeben, die ich vorher hier gefunden habe, über diesen Uberspace Webdomain, und dann gibt man halt den Namen der Domain an, also Uberspace Webdomain at oerwebtalk.de, und dann rechnet das Ding ein bisschen durch und gibt dir auf jeden Fall diese IP für deinen A-Rekord. Und diesen A-Rekord, den trägst du dann hier ein, an diese Stelle, über Editieren. Da kannst du den dann eingeben. Und das Gleiche, das sieht man jetzt hier nicht, kann man auch für den 4A-Rekord machen. Also wieder hier auf Eintrag hinzufügen gehen, dann kann man diese 4As auswählen, und hinter diese 4As schreibt man dann im Prinzip diese lange kryptische Adresse. Und dann ist eine Verbindung hergestellt worden, auf der einen Seite zwischen eurem Domain-Hoster, in meinem Fall also Domain Factory, und Uberspace. Also Domain Factory weiß jetzt, welche Inhalte sie aufrufen müssen, auf welchem Server die liegen, wenn eine bestimmte Domain eingegeben wird. Und umgekehrt weiß Uberspace, welche Domain aufgerufen wird, wenn diese Daten abgefragt werden. Diese beiden Verschränkungen sorgen dann dafür, dass man auch eure Uberspace-Inhalte unter oerwebtalk.de finden kann. Und warum sollte man das machen? Also was ist sozusagen das Schlaue daran, dass man einen eigenen Hoster hat nur für Domains? Häufig ist es, oder manchmal ist es so, dass man Domains sich sichert aus ganz anderen Gründen, weil sie toll klingt oder weil man noch gar nicht weiß, was man damit mal machen will oder so, und gar nicht, weil man jetzt ein konkretes Projekt vor Augen hat. Und normalerweise hat man bei einem normalen Hoster eigentlich immer nur ein oder zwei Domains frei, und danach muss man entweder deutlich mehr Geld bezahlen oder aber das lässt sich in der Regel dann mit so einem normalen Webpaket überhaupt nicht vereinbaren. Bei Uberspace ist das halt jetzt anders, und ihr könnt im Prinzip komplett davon wegdenken, euren Domain-Hoster, und könnt euch dort theoretisch auch mehrere URLs, gleiche URLs sichern, die immer auf den gleichen Uberspace führen. Also ihr könntet zum Beispiel irgendwie sagen oer-webtalk.de und oerwebtalk.de. Das sind zwei Domains, die sollen beide
aber auf den gleichen Oberspace führen. Das heißt, ihr müsstet bei beiden URLs einfach nur die gleichen Daten eintragen. Das ist, sagen wir mal, dieses Domain-Ding. Ein Hinweis noch, dass hier SMTP, IMAP und POP3 sind sogenannte E-Mail-Domains, kann man sagen. Also das ist sozusagen entscheidend, das einzurichten, wenn man unter seiner URL, unter seiner Domain, die man eingerichtet hat, auch E-Mails bekommen will. Also wenn ich beispielsweise eine E-Mail-Adresse einrichten will, das könnte ich ja auch über Uberspace machen, das habe ich jetzt nicht genauer gezeigt, aber eine Adresse einrichten, die da heißt support@oerwebtalk.de, dann müsste ich mir hier das nicht für das Web schnappen, sondern Domains für Mail schnappen. Und hier ist das auf die gleiche Weise im Prinzip erklärt. Anstatt Uberspace Web Domain Ad gebe ich hier ein Mail Domain Ad und bekomme dann einen MX und einen TXT-Eintrag. Und diese Einträge kopiere ich mir im Prinzip wieder hier an diese Stelle. Also diesen MX-Eintrag und über Eintrag hinzufügen TXT und füge diesen TXT-Eintrag hinzu. Und dann kann ich im Prinzip auch meine E-Mails über Uberspace hosten. Das hier war ja unser Uberspace und hier unter E-Mail könnte ich mir E-Mail-Adressen einrichten, die etwas mit meiner Uberspace-URL zu tun haben. Also die heißen dann support@oerwebta.uber.space. Das ist natürlich eine doofe Domain, das ist eben auch nicht meine, deswegen würde man das da in gleicher Weise anlegen wie zu den eben erklärten Domains. Was ich noch zeigen wollte heute, ist, wie ihr mehrere Uberspace also verwalten könnt. Also ich hatte in diversen Videos immer wieder gesagt, für jedes Tool einen Uberspace einrichten, weil die sich eben sehr gerne in die Quere kommen. Wir haben da auch schon diverse Beispiele gesehen, dass dann irgendwelche Datenbanken zerschossen wurden und so weiter. Für jede Anwendung, also ihr installiert ein CryptPad, einen eigenen Uberspace. Ihr installiert ein Moodle, eigenen Uberspace. Ihr installiert euch ein WordPress, eigenen Uberspace. Und jetzt habt ihr drei Uberspaces und die haben auch drei eigene Zugänge. Die heißen auch jedes Mal irgendwie verschieden. Das eine heißt vielleicht Moodle@Uberspace, das andere heißt, WordPress@Uberspace und so weiter. Das sind jetzt ja Beispiele. Und das hängt stark davon ab, wie euer Benutzername von dem Uberspace lautet. Und diese Uberspacer, die müsst ihr ja dann irgendwann auch mit Geld aufladen. Und wenn ihr die dauerhaft betreiben wollt. Und was Uberspace sagt, ist, wenn du so mittelviel Geld im Monat hast, dann würden sie sich freuen, wenn sie 10 Euro im Monat kriegen. Das ist insgesamt, sagen wir mal, so ein Modell. Jeder bestimmt so ein bisschen den Preis und guckt halt, dass er so das bezahlt, was er auch an Leistung glaubt abzurufen. Ich selbst bin bei circa 15 Euro im Monat. Das hat aber damit zu tun, weil ich relativ viele Uberspaces habe und ich bezahle nicht für jeden Uberspace 15 Euro, sondern insgesamt für alle Uberspace ungefähr 15 Euro im Monat. Und so ist es auch gedacht. Also Uberspace will nicht für jeden einzelnen Uberspace diese 15 Euro zwangsläufig aufgerufen sehen. Zumindest habe ich es bisher immer so verstanden. Und das kann man dann aufladen, aber es gibt auch noch diese Umbuchen-Funktion. Und diese Umbuchen-Funktion, damit könnt ihr sozusagen einen eurer Überspaces zum Mutter- oder Vater-Überspace erklären. Und auf dem zahlt ihr sozusagen immer das ganze Geld ein. Und dann verteilt ihr das über Umbuchen an eure anderen Überspaces. Normalerweise sieht man hier unten auch immer, dass da
dass da Geld liegt. Ich kann euch das vielleicht mal bei einem echten Oberspace von mir zeigen, wo irgendwie Geld liegt. Kleinen Augenblick, Gibro, da. Da müsste mein Geld sein. Ja, das wenigstens etwas, was funktioniert. So, da liegen im Moment 25 Euro rum. Und ich habe hier unten bei Umbuchen die Möglichkeit, zum Beispiel hier einen Betrag einzugeben, irgendwie 2 Euro, und die möchte ich zum Beispiel auf Gibro Pad umbuchen. Das ist ein Oberspace, das, hier gibt man sozusagen den Benutzernamen ein, ich drücke auf Umbuchen und dann bekomme ich hier den Hinweis, okay, dort ist da jetzt hingebucht. Jetzt habe ich auf meinem Mutter-Überspace nur noch diese 23,50, aber 2 Euro sind jetzt sozusagen auf den anderen Überspace überwiesen worden. Und das ist sozusagen der Dreh, um mehrere Überspaces über einen im Prinzip zu betreiben. Jetzt muss man sich sozusagen immer neu einloggen, aber das macht man relativ selten. Wenn die einmal eingerichtet sind und man hat einmal seine FTP-Daten im File Zilla und so weiter, dann braucht man im Prinzip und hat auch die SSH-Daten, um eventuell mal übers Terminal das ein oder andere zu erledigen, was ich euch in den letzten 10 Wochen gezeigt habe, dann braucht man im Prinzip nur noch hin und wieder da neu Geld einzahlen, und dafür ist diese Variante aus meiner Sicht relativ relativ gut nutzbar. Der Überspace selbst erinnert euch, sobald da kein Geld mehr drauf ist, auch per Mail in der Regel daran, dass ihr da Geld einzahlen müsst. Das heißt, ich selbst beobachte diese Überspaces, diese vielen Überspaces für mich auch gar nicht, sondern warte darauf, dass irgendein Überspace meckert, dass er Geld sehen will, und dann habe ich hier ein Konto, von dem aus ich das dann wegüberweise. Ja, das ist im Prinzip der kleine Ausflug zu den beiden Punkten gewesen. Domains in Uber, mit Uberspace verbinden und mehrere Uberspace über einen gemeinsamen Account oder wie auch immer man das jetzt nennen mag, zu betreiben. Vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören. Ich empfehle natürlich auch die anderen Videos, nicht nur in dieser, sondern auch in den anderen Reihen, auf jeden Fall noch nachzuschauen. Macht's gut. Tschüss.